Herr Kollege, wo bleiben Sie denn? Soll ich denn den Wetterbericht machen? Ich wollte eigentlich Beitrag sagen, aber... Ja. Hallo, Professor Dr. Schenschuppe, na? Na, Professor Hagelkorn. Ich will was erzählen, ne? Erzählen Sie doch mal kurz den Zuschauern die Anekdote von der Streichhölzer-Oma. Ach stimmt, wie war die denn nochmal? Auf dem Weg lagen ganz viele Streichhölzer verteilt. Und das war sehr komisch, aber auch nicht weiter besonders. Nimmt das eigentlich auf? Ja, natürlich. Dann fuhr eine Oma auf dem Fahrrad da lang und sagte: Streichhölzer! Den ganzen Weg lang. Was kam dann am Ende? Was war das noch? Um Gutes Gottes. Ach, Gottes Willen. Irgendwie so. Streichhölzer! Die war schon da ganz hinten, da haben die schon da die Reben hören die ganze Zeit. Als wäre das so was ganz Besonderes. Als wären Streichhölzer vom Himmel gefallen. Und die Oma haben wir dann nochmal getroffen. Hat sie noch sicher, dass das dieselbe war? Wissen wir nicht, aber auf jeden Fall hat sie irgendwas, schon wieder was Komisches gesagt. Aber irgendein Wort, das man nicht verstanden hat. Und eben gerade noch eine Anekdote, die vor 5 Sekunden geschehen ist. Ging ich mit einem Karton voller Altpapier hier entlang. Und da fuhr diese Oma, also vielleicht war es auch wieder eine andere, aber sie... Fuhr mit dem Fahrrad um die Ecke, guckte mich komisch an und sagte: Oh, bis die Ostwehr kommt. Also, ich bin eben aus dem Haus gekommen, habe dabei in dieses schöne Gerät gesagt, so richtig laut. Da kam mir bestimmt dieselbe Oma entgegen und guckt mich komisch an und ich sage einfach mal schnell Hallo als Ablenkung. Das war dieselbe, natürlich. Gut. Haben wir auch die Stimme von ihr aufgenommen. Als Beweismaterial. Ach, der hat ja auch Hallo gesagt? Ja. Ja, das ist schon ein schönes Thema zum Anfang, oder? Ja. Omas. Heute ist unser Thema Omas. Und damit meinen wir nicht nur die Großmütter, sondern auch die indischen Leute, die Oma heißen. Ja. Nee, eigentlich ist unser Thema ja... Der Grund, warum wir diesen Podcast überhaupt machen, weil wir sehr oft über dieses Thema uns streiten und uns gedacht haben, das könnte man eigentlich perfekt als Podcast machen. Dieses Thema lautet The Legend of Zelda Skyward Sword. Aber erstmal Werbung. Mentos! Das war Mentos-Werbung. Mentos, lecker. Isst ihr auch so gerne Mentos? Also Mentos, ohne geht's nicht. So, Skyward Sword. Also, es ist ja das neue Zelda, falls es irgendjemand nicht weiß. Für die Wii. Und wir sind sehr große Zelda-Fans, wie wir ja schon in dem Podcast erzählt haben. Aber falls Sie den nicht gehört haben, heute ist nach. Ja genau, hier ist ja in der Verlinkung. Link, ja. Link. Ganz viel. Ey, abonniert euch und so weiter. Und bing, dong, hier anklicken. Und liken und kommentieren. Ja, die Fresse. So, auf jeden Fall sind wir halt voll die Zelda-Fans und dann das neue Zelda wurde angekündigt. Wir haben uns voll gefreut. Und dann wurden wir irgendwie ein bisschen enttäuscht. Und besonders ich, Dr. Gentleman war nicht so doll enttäuscht. Ich war erst enttäuscht, als ich es durchgespielt habe. Aber trotzdem, wenn ich dann irgendwas Schlechtes über dieses Spiel sage, dann regen sie sich immer schon gleich wieder auf. Ja. Und darum müssen wir das jetzt mal ausdiskutieren hier ins Boot. Das kann man nicht. Wer ist immer dieser Johannesbrot? Soll ich erst erzählen, was ich daran doof finde und dann du, was du daran gut findest und warum das nicht doof ist oder so? Oder wie? Ja, also ich finde, sie greifen mich an und ich verteidige mich dann mit einem geilen Anspruch. Move. Oder, warte mal! Moment mal. Moment mal, Mann, Entschuldigung. Also,
Erstmal habe ich mich gefreut. Es wurde dann gesagt, dass es Comic-Grafik ist und so, fand ich jetzt nicht so schlimm, weil das fand ich bei Wind Waker auch nicht so schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Naja, also ich würde es trotzdem besser finden, wenn es so wie Twilight Princess wäre. Ja, schön, aber... Es ist nicht jetzt so, dass man denkt, oh, also ich fand Wind Waker, das fand ich auch nur am Anfang scheiße mit der Grafik. Ja. Egal, das ist nicht das Thema. Ja, genau, was ich noch, bevor ich weitermache, sagen möchte, dass ein Zelda-Spiel ist, ist es trotzdem noch voll gut. Und ich finde das Spiel auch gut, aber es ist halt schlechter als alle anderen, finde ich. So. Sogar schlechter als das erste Zelda. Nein, das dazu. Ich rede immer nur von 3D-Zelda, wenn ich von Zelda spreche. Auch wenn ja viele A Link to the Past für das beste Zelda halten. Das halte aber hier ein bisschen durch die Gegend, das haha. Ja, was finde ich denn eigentlich daran doof? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Die Steuerung. Ja, also genau. Die Steuerung ist ja mit Motion Plus, als das auch angekündigt wurde, habe ich mich auch erstmal gefreut, so cool. Dass ja, ich auch, weil dann dachte ich so, oh, so wie ich mir Twilight Princess vorgestellt habe, genau. Wird es jetzt endlich richtig. Aber dann in der Praktik hat es mich enttäuscht. Weil erstens wird das nicht immer so ganz genau erkannt. Man muss dann ja da ganz genaue Schläge machen von links oben nach unten rechts. Und dann mache ich das tausendmal hintereinander und er schlägt einfach nur von oben nach unten, obwohl ich das überhaupt nicht will. Und das ist ja nicht das einzige Schlimme daran. Das Schlimme ist auch noch, dass man bei jedem Gegner, man kann nicht einfach da hingehen und den cool mit dem Schwert irgendwie schlagen, sondern man muss immer genau eine bestimmte Bewegung machen, sodass man gar keinen Spaß mehr hat beim Kämpfen. Und da fragt man sich doch, möchte man nicht lieber einfach auf den Gegner einhauen? Und es wäre ja gut, wenn das genauso umgesetzt wird, aber nicht, dass bei jedem einzelnen Gegner, sogar bei den normalen Gegnern, muss man genau schlagen, weil er sonst blockt. Also man kann nicht einfach mal so, bam, ich töte dich, bam, sondern muss immer, so, ich schlage jetzt von links nach rechts, oh, er ist tot. So, das mag ich nicht. Jetzt geben Sie mal Ihren Senf dazu, oder? Also, ich würde echt gerne mal noch, na gut, der Ensan hat das auch gesagt, ne? Was denn? Mit dieser Steuerung, dass dir das genervt hat. Nee, das war Game One. Ensan hat das ja viel zu gut bewertet. Ja, stimmt, Ensan hat die ganze Zeit scheiße. Ja, Game One hat es ein bisschen zu heftig, aber ne. Also, ich fand ja das überhaupt nicht schlimm. Mit diesen, weil irgendwann war das einfach gar kein Denkprozess mehr, sondern ich habe es einfach gemacht, weil weiß ich nicht. Mich hat das irgendwie überhaupt nicht gestört. Ich habe da nicht mal dran gedacht. Das ist einfach so. Weil ich habe dann das einfach schon so automatisch gemacht, wenn da stand, oder wenn man gesehen hat, wie man schlagen muss, habe ich so geschlagen. Und es war auch nie so, wie sie eben behauptet hätten, dass der das nicht richtig erkannt hat. Das war dann einfach... Weiß ich nicht. Also die Störung hat mich überhaupt nicht gestört. Das war nichts, was mich an dem Spiel gestört hat. Ich fand's sogar noch geil. Geschmackssache. Ja. So, aber es gibt ja noch mehr. Was ich nämlich auch sehr, sehr, sehr schlimm finde, ist, ich zähle das einfach mal zusammen. Erstens gibt es keine richtige Oberwelt. Und es gibt keine anderen Dörfer mehr und so. Also ich möchte das mal genau ausführen. Die Orte sind ja alle gar nicht richtig miteinander verbunden, sondern man geht, das ist ja fast schon wie Mario, man geht dann zu den einzelnen Punkten, um dann auf die Welt zu kommen. Früher war man da in der Steppe und konnte die Steppe erkunden, jetzt hat man nur eine riesige Stadt und rundherum ein paar kleine Felschen, wo vielleicht eine Truhe draufsteht und eine andere Insel, wo ein Haus drauf ist. Und das ist doch keine Oberwelt, wenn man da rumfliegt. Bei Ocarina of Time hatte man halt ganz viele verschiedene Städte und hier... Ich glaube, das darf man nicht mit Ocarina of Time verdingsen. Ja, mit Wind Waker. Sondern eher mit Wind Waker, weil das haben sie, glaube ich, auch versucht, aber nicht hingekriegt. Genau, aber bei Wind Waker, das ist schon ähnlich eigentlich, weil es da ja auch keine richtige Uhrwelt gibt, sondern nur dieses scheiß Wasser. Ja. Aber dafür gibt es ja ganz viele verschiedene Inseln, wo auch viele verschiedene Sachen drauf sind und auch halt Inseln drauf sind, zu denen man nicht muss, sondern da, wo man halt das einfach mal erkunden kann und irgendwelche Zwischensachen machen kann. Das gibt es ja nicht mal richtig, da gibt es nur die Kürbisbar. Ja, und dann halt noch so scheiß Minispielsachen. Das ist ja an sich schon mal scheiße. Dafür ist diese Stadt ist dafür auch sehr groß. Das muss ich zugeben. Man kann da auch viel erkunden. Aber es reicht mir einfach nicht. Und noch dazu kommt, dass es einfach keine anderen Dörfer gibt. Als ich das gelesen habe in der Endzone, dachte ich, mein Herz bleibt stehen. Ist es dann auch, ich muss den selbst wiederbeleben und... Ja. Nee, wirklich, dann stand da in der Endzone irgendwie... Gibt es auch wieder verschiedene Völker und Dörfer, wie zum Beispiel die Geronen und so? Und dann steht da, nein. Und es ist ja auch so, es gibt kein einziges anderes Dorf. Es gibt zwar andere Völker, aber es sind keine Völker, sondern drei, diese Graber-Türken, die sich irgendwo hochgraben, die man zwischendurch mal trifft, aber die haben kein Zuhause, wo die leben, sondern es sind einfach nur drei Leute. Oder diese Walddinger, die sind auch nur so ein paar. Es ist einfach alles nicht richtig.
So, was sagen Sie dazu? So, zu den Punkten muss ich Ihnen zustimmen. Auch wenn, ja, was mich sogar noch, was ich noch dazu führen würde, wäre, dass es nur, sag ich jetzt mal, 10 Gegner gibt und die dann in verschiedenen Farben in den verschiedenen Wellen. Stimmt. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob das wie das bei den anderen war. Bei den anderen Zeldas. Da gab es doch zu allem immer was Verschiedenes. Zum Beispiel jetzt bei Wind Waker gab es in der Waldwelt gab es diese ganzen Pflanzen, ja, gab es diese fliegenden Dinger. Und in der Feuerwelt gab es dann diese Lavawürmer und diese komischen Dinger. Ne? Da wissen jetzt doch alle, was ich meine. Und so weiter. Da gab es für immer allem was Verschiedenes. Und, weiß nicht. Und weißt du, wenn da andere Dörfer sind, dann das ist doch viel besser. Also zum Beispiel bei den Ornis oder so, oder Goron, könnte man halt auch noch so eine andere Stadt erkunden und nicht einfach nur ein Level, was man irgendwie durchmachen muss, sondern halt, wo man so Freizeit haben kann, sag ich mal. Ja. Ja, aber ich weiß nicht, ich glaube, das war alles, was ich irgendwie schlecht fand. Was ich noch scheiße fand, was mich dazu gebracht hat, am Ende doch einzusehen, dass das Spiel scheiße ist, also nicht scheiße, sondern halt das Schlechteste von allen, ist das Ende. Ja, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Es war nicht das beste Ende der Welt, aber das fand ich jetzt nicht so schlimm. Was ist daran? Ich fand den Bosskampf scheiße. Ja, ich fand, naja, gut von der Story her, keine Ahnung. Das wollte ich nämlich nur sagen, das finde ich gut an dem Zelda. Das hat halt eine coole Story. Ja. Also insgesamt. Weil es ja die Vorgeschichte zu Ocarina of Time ist, fand man das ganz gut, weil. Wenn man jeder weiß, wer diese alte Frau da ist, die man da die ganze Zeit sieht, aber trotzdem ist es sozusagen so eine Überraschung, wenn man erfährt, wer das ist und so. Ja, also von der Story war das schon besser als bei den anderen Zeldas. Da gab es eigentlich fast keine. Ja, einfach Prinzessin retten. Aber mit dem Bosskampf, das stimmt. Einfach nur dieser fette Typ da. Bei den anderen, Zeldas haben die alle verschiedene Phasen und so, ne? Ja. Also, man zählt vielleicht jetzt den... Ja, das könnte man. Das könnte man in 3 Phasen. Gut, Einmal die Phase, diese ganzen verschiedenen, jeden Monstertypen fast nochmal töten. Was? Jeden Monstertyp nochmal töten fast, so, wenn man da runter rennt, so, diese coole. Genau, das war cool. Dann halt diesen Typen töten, wo sich dann am Ende rausstellt, dass... Ja, ne? Und dann, das fand ich übrigens auch geil, als ich rausgestellt habe, dass das eigentlich nur das ist. Und alle wissen jetzt, wenn sie es gespielt haben, wovon ich rede, aber... Und dann halt am Ende, wer wohl der Böse ist, das weiß man ja natürlich auch noch nicht. Hust. Und ja, und den Kampf gegen den, wo man jetzt jeder weiß, was das für ein Endboss ist, fand ich auch nicht besonders. Das war einfach nur merken. Man ist zwar ein paar Mal dran gestorben, aber nur weil man erst nicht wusste, wie man den besiegen soll. Und sobald man es dann wusste, war das einfach nur scheiße. Ja, und vor allem war das Ende sonst auch immer so richtig geil bei... Ocarina of Time, Ganondorf sieht man zum ersten Mal, kämpft gegen den, dann denkt man, dann hat es geschafft. Stürzt erstmal das Schloss ein, man rennt runter, muss in einer bestimmten Zeit runterrennen, dann verwandelt sich Ganon in eine riesige Bestie, also in Ganon erst. Ja. Dann bei Wind Waker rennt man am Ende, also ich verrate jetzt einfach mal das Ende, wenn ihr die Spiele noch spielen wollt und das Ende nicht erfahrt, dann hört es auf zuzuhören. Dann rammt man Ganondorf das Schwert in den Kopf. Und er macht einen sehr geilen Sound. Die Hyrule versinkt und der rote Leuenkönig ertrinkt. Das ist alles geil. Dann kommt Twilight Princess. Viele verschiedene Phasen. Man kämpft erst gegen Zelda sogar, weil Ganondorf in die reingeht. Dann Ganondorf ist ein komisches Biest. Dann reitet man mit dem auf dem Pferd. Dann kämpft man gegen ihn alleine. Und dann auch wieder ein geiles Ende. Genau, weil man nämlich dieser andere Typ da auch noch seinen Genick bricht. Lacht er da eigentlich auch so wie bei Wind Waker? Lacht er da so rum oder irgendwas. Oder er schreit so rum. Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Und man rammt ihm wieder das Schwert in den Kopf, so, oder? Das passiert bei Skyward Sword. Man sieht den, er sagt, ich verfluche euch und ist weg. Ja. Oh, wie episch. Also, ja. Also, wir blicken einfach mit Hoffnung in die Zukunft, dass das nächste Zelda einfach mega das Beste. Muss es ja eigentlich, ne? Weil es ist ja eigentlich immer so abwechselnd, Comic-Grafik, gute Grafik, dann ist jetzt wieder gute Grafik da und vielleicht auch wieder gutes Spiel. Was natürlich auch zu diesem... Hallo. Was natürlich auch zu diesem Mini-Level sozusagen, was sie für die Wii U rausgebracht haben. Ne, wo man ja irgendwie Navi steuern konnte. Wenn die Grafik so wäre, dann wäre es natürlich mega heftig.
Ja, das war's eigentlich, oder? Was sonst gibt's nichts Schlechteres. Ja, was kann man sonst noch irgendwas zu dem Spiel sagen? Eigentlich nicht, ne? Die Charaktere sind vielleicht auch ganz cool. Ja. Auf jeden Fall würde ich Twilight Princess, finde ich, besser. Und Ocarina of Time ja eh. Was ich mir gewünscht hätte, wäre einfach nur, dass Twilight Princess schon diese Störung hätte, dem du natürlich nicht beipflichten würdest, aber... Doch, wenn ich würde es ja cool finden, wenn es genauso umgesetzt ist, wird, wie man es macht. Ja genau, stimmt, dann wäre es ja eigentlich so. Ne, weil ich will nur nicht, dass jeder Gegner... Ja. Da man, also es kann natürlich darum, so die Endgegner oder irgendwelche starken Gegner, da muss man natürlich drauf achten, aber bei irgendwelchen... Diese Goblins, die da einfach rumlaufen, die will ich einfach nur dich tot. Dann rühre ich da nicht. Also, das ist ja eigentlich so. Twilight Princess mit Remotion Plus, wie es ja nun eigentlich heißt, wäre ja eigentlich perfekt, weil da hat man das immer gemacht, einfach drauf gehauen. Mir ist gerade noch was Schlechtes eingefallen, was ich noch schnell sagen muss. Die Tempel, es gab ja irgendwie nur drei verschiedene Tempel. Also es gab nämlich immer zwei Wassertempel, zwei Feuertempel und zwei, weiß ich nicht mehr, Tempel. Ja, das ist doch mega dumm. Eis und... Bei allen anderen gibt es verschiedene, viele verschiedene und die haben die einfach nochmal in anders. Ja, sogar der letzte Tempel, ne? Wo man eigentlich denkt, dass das irgendwie ein Lichttempel ist oder so, wird der dann einfach nochmal in Feuer, Wasser, Feuer, Pflanze und irgendwas ausgeteilt. Und das Coolste an dem Spiel, finde ich, sind, wenn man in diesem einen Wassertempel ist und dann plötzlich in die Unterwelt dieses Tempels geht, ja, und da so Zombies plötzlich kommen. Also das ist cool. So, tschüss. Ja.